Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Castlevania Lords of Shadow 2. Wir sind hier im Stadtzentrum, haben am Ende des letzten Parts einen sehr, sehr heiklen Kampf absolviert gegen so ein paar hässliche Roboterviecher und ich wäre jetzt wahrscheinlich schon total zu Dracula Schnitzel verarbeitet worden, wenn ich da am Ende nicht mein Drachentalisman zum Einsatz gebracht hätte, was irgendwie ein bisschen schade war, weil ich mir dieses Relikt eigentlich immer ganz gerne dann für die wirklich harten Bosse und sowas alles aufhebe. Aber das Eis drum, ich kann es nicht rückgängig machen. Wir haben das jetzt verloren. Ich kann gucken, dass ich neue Teile zusammensammeln kann. Hier können wir offensichtlich grillen, wie mir scheint, aber Grillsaison scheint nicht zu sein. Irgendwie ist hier voll tote Hose. Ja, wir haben jetzt zwei Wege. Ich gehe mal zuerst hier entlang, weil ja, die Minimap oben rechts uns sagt, dass wir auf dem anderen Weg eigentlich richtig sein müssten. Hier sind wir bisher noch nicht gewesen, aber diese Statuen, die haben wir damals gesehen von da drüben. Also damals, in der letzten Folge war das gewesen, da haben wir über dieses etwas kaputte Mauerteil rüber gucken können. Ja, sehr beeindruckend. Ich hatte, als wir zum ersten Mal in diesen Hof hier geguckt haben, hatte ich noch die Vermutung, dass wir jetzt hier auf dieser riesigen Fläche irgendwie gegen diese Statue kämpfen müssen, ja. Aber, nee, hat sich leider nicht bewahrheitet. Und ich sag deshalb leider, weil mich der letzte Kampf irgendwie relativ doll gefrustet hat und, ja, ich rückblickend betrachtet irgendwie immer noch das Gefühl habe, irgendwas ganz Elementares falsch gemacht zu haben oder irgendwas nicht begriffen zu haben. Ah, guck mal, das sind diese Relikte, die ich eigentlich gebraucht hätte, weil mir ist die Magie zum einen sehr schnell ausgegangen. Das war so das eine Problem gewesen. Jetzt juckt meine Nase, das ist das zweite Problem. Und ja, ich hatte, ich weiß gar nicht, was da noch war. Ach ja, genau, ich hatte ja dann diese Schattenmagie eingesetzt und dann leuchtete sein Gesicht so rot auf, wenn ich ihm da irgendwie reingebasht habe. Und ja, der hat dann aber seine Maske nicht verloren und ich habe ohne Magie keinen Schaden gemacht und irgendwie, ja, keine Ahnung. Einfach Haken hintersetzen und weitermachen. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts ausgelassen habe, weil ich könnte jetzt hier theoretisch, obwohl ich weiß gar nicht, könnte ich da zurück? Also selbst wenn ich wollte, ich will ja nicht zurück, aber okay, ich muss jetzt hier nochmal gucken, sorry, dass ich jetzt hier wieder 10.000 Umwege laufe, aber irgendwie ist diese Wand hier voll auffällig, so, aber okay, hier ist nichts. Alles klar, der Typ hier, der lebt bestimmt noch, ne, der lacht mich bestimmt gerade innerlich voll aus, oder? Ja, 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 ich weiß schon, immer totstellen und sich dann Spaß auf meine Kosten machen, ne, muss ich gleich voll aufstoßen. Wie als wenn das ein Zeichen von oben wäre und mir bestätigen wollen würde. Nicht, dass ich die Klappe halten soll, weil er voll recht hat oder so. Entschuldigung. So. Ich rede schon wieder zu viel, oder? Ey, jedes Mal das gleiche Problem. Ich bin immer so, ich freue mich immer so auf die Lords of Shadow Aufnahmen und bin dann immer so, so hibbelig und dann äußert sich das immer in so einem wirren Commentary und dann bin ich immer voll durcheinander und so. Ist euch bestimmt noch gar nicht aufgefallen, ne? So, gut, dann können wir jetzt einmal da nach oben oder hier nach geradeaus weiter. Laut Minimap müsste da oben eigentlich der richtige Weg sein, oder? Hm, okay, das sieht aus wie so eine Tür, die zu irgendeinem Todestrakt führt oder so. Ich gehe mal erstmal hier lang. Vielleicht werde ich ja hier irgendeinen Shortcut oder irgendwas haben, weil das dürfte uns eigentlich nicht in die Kathedrale bringen, weil das ist ja unser nächstes Ziel, schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich weiß. Ich werde einfach einmal der Vollständigkeit halber leider runterspringen müssen, Leute. Ja, genau hier hatte ich das auch vermutet, weil ich hatte damals, da wisst ihr noch, da stand ich hier, ich glaube, das war in der letzten Folge und habe gemutmaßt, dass das, oder angemerkt, dass das aussieht wie so eine Ecke, wo man mit Trevors Hilfe wieder die Zeiten irgendwie wechseln kann und so. Und ja, okay, alles klar, dann ist das jetzt wirklich einfach nur so eine kleine Abkürzung, wenn man so möchte. Und dann haben wir jetzt nur noch einen Weg. Ich mag die Situation. Die ist komfortabel, man kann nichts falsch machen, man fühlt sich gut. Ich habe, glaube ich, trotzdem in dem letzten Part irgendwie ganz, ganz viele Secrets ausgelassen. Ich habe so viele wieder aus der Entfernung sehen können, aber ja, keine Chance gehabt, da irgendwie ranzukommen. Jedenfalls wirkte es so auf mich. So, was haben wir denn hier? Oh, Schalterchen haben wir schon ganz lange nicht mehr gedrückt. Das sieht jetzt so aus, als ob wir wieder ins Innere von irgendeinem Firmengebäude oder sowas kommen. Ich glaube, diese Bio-Quimax, die haben irgendwie immer so ihren komischen
Schalter, Eingang, guck mal oben rechts, jetzt steht da Kunstviertel. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da können wir jetzt vielleicht irgendwie uns Bilder angucken und darüber sinnieren und voll wie so eine bösen Rezensenten das aburteilen, wollte ich eigentlich sagen. Macht mir bitte keine Angst, Spiel. Das war jetzt eigentlich gar nicht so gruselig. Das klang so ein bisschen wie so eine zerplatzte Glühbirne. Aber wenn man so ein sehr schwaches Nervengerüst hat, dann ist das durchaus schon ein Grund, da mal in leichte Panik zu verfallen. So, wo geht's jetzt hier weiter? Hä? Bin ich blind oder was? Warte mal, irgendwo muss es doch hier weitergehen. Irgendwo gibt es bestimmt eine Stelle zum Klettern, aber die müsste man ja eigentlich auch erkennen, ohne dass man da irgendwie gegenspringt. Oder ich muss irgendwas wegbashen oder so. Ach so, oder ich muss mich einfach nur fallen lassen, ja. Auf solche simplen Lösungen komme ich halt nicht immer, ne? Das ist immer ein bisschen. Okay. Immer ein bisschen. Ein bisschen untypisch für mich, da direkt auf so eine Idee zu kommen. So, warte mal, ich glaube, ich habe gerade voll den falschen Weg genommen, ne? Weil. Nein! Ich wollte doch da oben ganz normal runterklettern, wie so ein zivilisierter Mensch. Aber ich glaube, ich habe da jetzt nichts verpasst, oder? Irgendwie sah mein Sprung nach unten. Ach, guck mal, ich kann jetzt hier auch wieder hoch. Mein Sprung nach unten sah irgendwie aus, als ob ich so an 10.000 Secrets vorbeigesprungen wäre. Aber nee, guck mal, ich habe ja nichts. Ach, das hier wird mich, glaube ich, verwirrt haben. Hab, glaube ich, aus dem Augenwinkel dieses kleine Balkon-Balustrade-mäßige Ding da irgendwie gesehen. So, Gabriel, du kannst dich gerne loslassen. Also, du musst jetzt hier nicht irgendwie voll eine langjährige Bindung mit der Leiter eingehen. So, warte mal, eigentlich müsste das ja hier eine Sackgasse sein, ne? Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch ein Denkmal. Voll die Denkmal-Action hier. Erinnerung an, was soll das General heißen? An General Chonarong. Die Schlacht ums Überleben fand nicht weit von diesem Denkmal statt. Eine von 50 Priestern beschützte Division aus Fußsoldaten führte 3 Monate lang einen Belagerungssturm gegen den Ort, aus dem scheinbar endlose Vampirlegionen hervorbrachen. General Chanarong führte den Sturm mit solchem Geschick an, dass seine Manöver während der Schlacht heute an Militärakademien auf der ganzen Welt gelehrt werden. Jetzt ist nichts mehr von den Türmen übrig, doch in den Katakomben der Stadt befinden sich noch immer unzählige Erinnerungen an die legendäre Schlacht. Okay, das klingt ja so, als ob wir diesen Ort vielleicht irgendwann nochmal aufsuchen könnten. Na, was bist du denn wieder für ein krimineller Hinterhof? Ich will gar nicht wissen, was da wieder für komisches Gesocks lauert, aber ich gehe mal erstmal in die andere Richtung. Für mich ist gerade nämlich nicht so klar, welcher Weg. Ich verwirre immer Geräusche im Hintergrund. Davon lasse ich mich immer ganz leicht aus der Ruhe bringen. Für mich ist nämlich nicht so eindeutig erkennbar, welcher Weg jetzt derjenige ist, der mich zu dem goldenen Pfeil oder zu dem goldenen X da oben rechts bringt. Da ist gerade kurz ein X aufgeleuchtet, also nicht, dass ihr denkt, ich kann nicht richtig gucken. Ursprung der Stadt. Diese Straße war einst der Mittelpunkt von Draculas Burg. Da die Bruderschaft des Lichts vieles bis aufs Fundament niederriss, sind heute nur noch wenige Bauten aus jener Zeit erhalten. Zweck dieses Denkmals ist, dass wir nie das Allerheiligste des Prinzen der Finsternis vergessen, dem schlimmsten Monster, das je auf Erden wandelte, das sich an dieser Stelle befand. Wir konnten ihn damals besiegen. Heute können wir in Frieden an dem Ort leben, von wo aus er die Welt in Angst und Schrecken versetzte. Zweifellos ist dies der größte Sieg, den die Menschheit je über die Mächte der Finsternis errungen hat. Erinnern wir uns daran, zelebrieren wir ihn und bleiben wachsam. Ja, vergebens, liebe Stadt, ja, wenn ihr euch jetzt denkt, dass ihr euch daran halten könnt, ja, und dann sämtliche Gefahr entgehen könnt, ja, wie ich schon wieder hier voll ins verbale Straucheln komme, dann habt ihr euch geschnitten, weil ich habe hier voll die Wut im Bauch und voll die Zerstörungswut und so. Ja, aber gut, um ehrlich zu sein, so einen Passanten will ich eigentlich nicht angreifen. Ist ja hier vor seinem Auto gestorben, voll angekuschelt an sein liebstes Fahrtgefährt. Aha, okay. Ja, jetzt komme ich schon wieder in Entscheidungsnot. Also 3 Wege sind definitiv 2 zu viel. Willst du da hinten einmal dieses Ding. Oh.
du Scheiße, der Gegner, der sah so nach rohem Fleisch aus. Da hätte man irgendwie gerade voll das Bedürfnis gehabt, den in irgendeine Brutzendepfanne mit ganz viel Öl reinzuschmeißen und zu gucken, was daraus wird. Ach, Kapuzenmann. Ich dachte, jetzt bekommen wir eine Info zu dem Gegner. Aber klar, den haben wir ja noch nicht besiegt. Deswegen war das irgendwie unrealistisch. Ein Mann mit unbekanntem Aussehen bewegt sich flink durch die Stadt, wobei er Begegnungen mit den dunklen Mächten meiden. Wobei er Begegnungen mit den dunklen Mächten meidet. Ach, meidet, ja, muss schon lesen können, ne? Sobek hat die enorme Macht erkannt, die von diesem Wesen ausgeht. Diese Macht unterscheidet sich von der von Satans Dienern. Sie wirkt vertrauter. Wer verbirgt sich dahinter? Woher kommt seine Energie? Welchen Aktivitäten geht er in der Stadt nach? Bald wird es auf all diese Fragen eine Antwort geben. Sei vorsichtig, in deiner Nähe wirkt eine immense Macht. Ja, von der haben wir schon mehrfach gehört, allerdings hat uns bisher noch keiner gesagt, ob die gut oder schlecht ist für uns. So, warte mal, ich wollte mal nochmal gucken, was ich jetzt überhaupt dingsen wollte. Achso, normal hier die Salto-Peitsche. Was ist denn das hier eigentlich? Halten und dann nochmal. Boah, nee, das sieht mir schon wieder zu kompliziert aus, obwohl es das eigentlich wahrscheinlich gar nicht ist. So, nee, dann versuche ich das jetzt mal hier mit dem Salto-Angriff. Was war hier jetzt noch offen? Oh, hier ist irgendwas schon fast maximiert. Ach, genau, diese Geschichte. So, Salto, Aufwärtshieb oder wie das Ding heißt. Und hier, ich glaube, das werde ich sowieso nicht anwenden. Nee, das kann ich mir sowieso nicht merken. Deswegen machen wir das erstmal so. Genau, ich weiß ja jetzt, dass ich mich nicht umdrehen muss. Das hatte ich ja irgendwie im... ja, Hauptsache ich mache mit Auswahl... Ja, Alter, du sollst... Mann, Gabriel, ey, du sollst doch einfach nur so eine blöde Salto-Dings machen, ey. Irgendwie verstehe ich gerade schon wieder die Steuerung nicht. Ja, bash mich einfach weg. Mann, ey, okay, boah, mich das schon wieder aufregt. Na. In letzter Zeit sind die Part-Einstiege jedes Mal sowieso immer voll für den Poppes. Also entweder ich bin voll viel schlechter geworden, was das Kämpfen angeht, oder ja, oder die Gegner sind einfach voll stark geworden. Oh, das war eigentlich so nicht mein Plan gewesen. Warte mal, ich wollte hier... Mann, ich wollte doch mit meinem Salto-Hieb ein bisschen was machen an Aua und so, weißt du? Warum hatten das jetzt gerade wieder die Prozentdings nicht gefüllt? Oh, ey, das ist echt jedes Mal so eine Kacke hier mit der präzisen Salto-Dings-Umsetzung. Ich habe auch voll wenige Blubbel. So, ja, mir ist übrigens auch eingefallen oder aufgefallen, als die Cutscene hier losging, da hatte ich schon wieder voll das Bedürfnis, meinen Kopf hier irgendwie gegen die Tischkante zu hauen, ja, dass ich beim letzten Mal, ich weiß nicht, in den letzten ein, zwei, vielleicht auch drei Folgen, mir noch voll meinen Kopf darüber zerbrochen habe, wie denn die Kathedrale aussehen könnte und so und habe das jetzt in der Cutscene wieder gesehen, ja, da fiel es mir wieder wie Schuppen von den Augen, dass wir da ja schon mal gewesen sind und dass das im Grunde genommen die Kathedrale ist, mit der wir den letzten Teil beendet haben und diesen Teil, wenn man so möchte, begonnen haben. Und ja, da bin ich am Anfang irgendwie nicht so wirklich drauf gekommen. So, das heißt, hier müssten wir eigentlich schon mal gewesen sein. Wir sind nämlich, ja, oh nee, das ist dieser Gegner, der mich im letzten Part so unglaublich genervt hat. Wartet mal, ich will mal ganz kurz gucken, weil bei dem stelle ich mir diesen Salto-Hieb relativ schwierig vor. Da würde ich mir gerne irgendwas anderes aussuchen, also diese Salto-Peitsche meine ich. Halten und dann nochmal halten. Oh, das kriege ich timingmäßig bestimmt wieder nicht hin, aber ja gut, probieren wir das einfach mal. Das Blöde ist, dass ich mich jetzt hier halt irgendwie... Obwohl, ich bin so dumm. Ey, manchmal, also... Manchmal, ja, da bin ich irgendwie so, da habe ich richtig das Bedürfnis, mir auf YouTube mehrere Accounts anzulegen und mich selber die ganze Zeit unter meinen eigenen Videos zu beleidigen. Es ist einfach unfassbar, wie schlecht meine Kombinationsgabe manchmal ist. Das kann ich gar nicht anders, anders zusammenfassen, ja. Ich bin zweimal an diesem Ding hier vorbeigelaufen und ziehe erst so spät in Erwägung, dass ich mich hier befüllen kann. Aber man muss ja das Positive sehen, ne? Lieber so rum als... Jetzt, wenn ich das irgendwie anders so andersrum gemacht hätte, also quasi erstmal diesen Kampf hier bestritten hätte und danach dann ja, das aufgeladen hätte. Ja, diese Viecher, die weichen auch so gut aus. Die haben ja im letzten Part in diesem, oder im vorletzten Part, keine Ahnung, das war glaube ich der vorletzte, haben die mir ganz schöne Schwierigkeiten bereitet, weil ich irgendwie so große Mühe hatte, die zu treffen, aber... Ja, okay, das hier kenne ich ja schon. Also ein Einzelner geht ja immer noch von denen, aber die haben so ein, die haben sich immer so ganz komisch gegenseitig verteidigt und aufeinander aufgepasst. So richtig herzallerliebst, ja, das weiß ich noch. Also jetzt in diesem Parkhauskampf.
Hier wird das ja, denke ich mal, ohne Probleme jetzt vonstatten gehen. So, warte mal, dadurch, dass ich mich ja aufladen kann, kann ich auch gleich hier mal gucken. Was ist denn Schmetterschlag in der Luft und dann X? Bin mir nicht sicher, ob das gegen diesen Gegner so gut ist. Oh, guck mal, das hier habe ich ja auch noch gar nicht voll. Dann probieren wir mal mit dem Aufstiegsschlag weiterzumachen. Ich meine, ich bin ja da jetzt irgendwie voll drin. Hab da jetzt voll den Bogen raus. Ey, wie der da voll um die Ecke kam. Ich dachte, der bleibt jetzt irgendwie voll in der Kiste hängen oder so. Aber Pustekuchen, okay, ich glaube, sonderlich viel Schattenmagie werde ich jetzt hier nicht befüllen können. Dafür ist der mir gerade irgendwie zu wendig und zu aggressiv. Also diese Dinger, die sind irgendwie ganz schön hardcore. Aber gut, der ist ja irgendwann mal am Anfang des Spiels hatte der noch so ein bisschen Miniboss-Charakter, ne? Weil der hier alleine war und auch so in so einer geilen Cutscene uns nahegebracht wurde. Ey, man hat hier echt keine Möglichkeit, wenn der einmal... Jetzt habe ich gerade voll die falschen Tastenkombinationen gedrückt. Ja, wenn der einen einmal in seiner komischen... in seiner komischen... ich hau jetzt, als hätte ich Zuckungen auf dich rauf-Kombo... wenn er uns einmal da in die Mangel nimmt, dann kann man da irgendwie ganz schwer nur rauskommen. Der erinnert mich irgendwie so ein ganz kleines bisschen an den Ziegendämon aus Dark Souls. Mann, ey. Irgendwie sehe ich bei dem aber auch immer nie, mit welchen Attacken er kommt. Ja, das habe ich jetzt inzwischen gelernt, dass er zweimal angreift. Mann, ey, ich weiß nicht warum. Ich bin wahrscheinlich einfach zu aufgeregt gegen diese Gegner. Hab schon wieder voll die Hummeln im Arsch, ja. Oh, jetzt, oh, das ist gar nicht gut. Okay, das ist aber gut, weil wir danach immer relativ einfach einen Schlag austeilen können. Und, okay, boah, ich dachte gerade, der hat mich erwischt. So, blinkst du jetzt mal? Das wäre irgendwie voll toll. Nee, blinken tut er nicht, aber, boah, ja, übertreibt einfach mit dem Schaden, der dadurch zustande kommt. Das will ich. Gott sei Dank. Okay, das ist gerade echt, da. Warum ist denn das alles so komisch weit verstreut, ey? Was hatte der denn bitte für eine Explosionswucht, ey? Voll übertrieben da oben ist irgendwie ein Schatz, wo ich gerne hin möchte. Das ist so ein Kaidos. So ein Kaidos-Ding, das weiß ich noch. Ja, wieder ganz klarer Fall von Doppelsprung, oder? Habe ich es euch gesagt? Ja, blöder Doppelsprung-Kacke, ey. Hat die letzten Male auch irgendwie jedes Mal voll Trauer bei mir verursacht, ja, weil ich so viele schöne Schätze wieder zurücklassen musste, einfach weil meine Sprungrange das nicht... Okay, warte mal, hier ist irgendwas zum Abballern, wenn ich das jetzt hier richtig bewerte. Nee. Hä? Okay, vielleicht muss ich auch mit der anderen Magie da ran, aber irgendwas kann ich, glaube ich, damit machen, oder? Ja, dieser Erfahrungshinweis, der nervt mich gerade ein bisschen. Nee, das ist gar nichts. Das ist nur für Verwirrung von kleinen Nigoyas gedacht wahrscheinlich. Okay, keine Ahnung. Hier müssen wir aber... Ach so, und da schließt sich dann auch der Kreis. Weil auf der anderen Seite von diesem Gittertürchen, da stand ich ja schon. Habe mich ja darüber beklagt, dass ich so viele Wege zur Verfügung habe. Och Mann, ich würde da jetzt voll gerne irgendwie durch. Kann man mich nicht irgendwie einfach durchlassen? Einfach mal eine kleine Ausnahme machen? Mann, ich wette, wenn Gabriel jetzt irgendjemanden in den Fuß stechen würde oder so, dann würde er ein bisschen höher springen. Er gibt sich einfach zu wenig Mühe, unterstelle ich ihm jetzt mal. Was ist denn das da? So ist einfach nur Licht, okay. Na gut, ich würde mal sagen, ich kann jetzt hier nichts machen. Hoffe, dass ich jetzt hier nichts ausgelassen habe oder übersehen habe. Das sieht irgendwie auch so aus, als ob man durch dieses Tor da auch irgendwann nochmal durch könnte, aber... Ja, jetzt scheint die Zeit dafür irgendwie noch nicht reif zu sein. So, jetzt habe ich mal die Dolche wieder ausgerüstet und dann können wir eigentlich auch demnächst... Ach nee, wartet mal, hier stand ja noch die Frage im Raum, ob ich hier nicht zurück sollte. Ich weiß nicht, ob ich dann wieder vor dem Chupacabra-Laden rauskomme, aber ich könnte mir das im Grunde genommen ja mal... mal angucken. Habe ich ja bisher, glaube ich, immer gemacht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir kommen aber prinzipiell nie an neue Orte raus über diesen Weg, oder? Das war, glaube ich, nur am Anfang so. Also würde mich irgendwie wundern, wenn es dann irgendwann mal ein neues Gebiet reinführt. Das Einzige, was ich natürlich immer hoffe, ist, dass wir so direkt unmittelbar neben so einem Gitter, wo ich vorher mich noch nicht durchdrücken konnte, wenn ich da jetzt irgendwo rausplumpse oder so, das wäre irgendwie total toll. Also Trevor, kannst du dir bitte irgendwie Mühe geben oder so? Also dein Vater hat nicht ewig Zeit, ne? Ich bin ein viel beschäftigter Mann und habe viel zu tun hier in dieser Welt. Ich würde das nicht sehr respektvoll deinem Vater gegenüber finden, wenn du mich jetzt voll in die Irre führst, ja.
Ach so, haben die das schon immer gesagt? Ich muss dich vernichten und so. Ich muss noch kurz einen Schluck trinken. Finde gerade mein Glas nicht, ey. Muss ja echt definitiv mein Aufnahmezimmer mal wieder aufräumen. Hier liegen ganz viele leere Gläser, ey. Wenn ich nicht hingeguckt hätte, hätte ich jetzt voll die Auswahl zwischen 5. Ja, so viel zu dem Thema. Warte mal kurz. So, damit bin ich jetzt nur etwas gestärkter. Ja, guck mal, das ist schon wieder die gleiche Ecke. Kommen wir da jetzt immer raus oder was? Verstehe ich irgendwie nicht so ganz, aber ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, ob ich mir nicht jetzt so Krimskrams einkaufen sollte aus der Relikte-Ecke, weil mir das doch die letzten Male ziemlich viel Kummer bereitet hat, aber ich bin irgendwie so geizig. Ich hatte bisher auch immer relativ viel Glück, weil ich irgendwie, obwohl ich immer einen Mangel von irgendwas hatte, auch damals dieses komische Geplänkel da vor dem finalen Camilla-Kampf, da hatte ich auch schon Schwierigkeiten, weil mir irgendwie diese Relikte gefehlt haben. Ja, schade, dass ich diesmal wieder keine 5000 habe, ey. Ich meine, spare ich schon auf diese... Was ist denn das hier? Ach so, Heiligentränen, da steht es ja. Ich weiß aber nicht mehr, was das macht. Ich will solche Sachen hier gerne haben. Warum kann ich dir nicht irgendwelche Sachen geben? Ich würde dir voll gerne die blöden Dodo-Eier geben und du gibst mir dafür Erfahrung zurück oder so. Aber gut, ich hatte gehofft, dass wir vielleicht hier zumindest mit ein paar Schlüssel wieder rausgehen können. Auf der anderen Seite ist natürlich positiv, dass ich jetzt weiter sparen kann und vielleicht beim nächsten Portal, was mich hier zurückbringt, mir dann auch so einen Stein leisten kann. Das wäre irgendwie total toll. Auch wenn ich mich dann schon wieder voll in Entscheidungsnot sehe, weil ich mich bestimmt dann wieder nicht entscheiden kann, ja, welchen Stein ich da gerne hätte, weil der hatte, glaube ich, 2 zur Auswahl, wenn mich nicht alles täuscht. Aber gut, sehen wir jetzt mal das Positive und, ach, ey, ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. Jedes Mal mache ich den gleichen Fehler, ey, das ist doch echt so zum... ja, kann ich irgendwie schon wieder gar nicht in Worte fassen. Ist ja beim letzten Mal hier auch passiert, als ich da war. Das ist einfach nur dem Frust geschuldet, dass wir immer noch keinen Doppelsprung haben und ich mir da hinten immer diesen Schatz angucken muss, den ich nicht erreichen kann. Ja, ihr wisst ja, was richtig witzig wäre, dann spiele ich das Spiel irgendwann durch und es gibt bis zum Schluss keinen einzigen Doppelsprung, den man irgendwo irgendwie lernen kann. und am Ende habe ich die ganzen Orte, wo ich immer gesagt habe, der Doppelsprung fehlt und das ist der Grund dafür, dass ich das nicht kriege. Am Ende war das einfach nur voll meiner Blindheit geschuldet und hatte gar nichts damit zu tun, dass uns irgendein Skill fehlt. Also das wäre nochmal richtig deprimierend, aber irgendwie auch witzig. Also aus Zuschauersicht würde ich das irgendwie total witzig finden, aber ich bin sowieso ein sehr schadenfroher Zuschauer, muss ich dazu sagen. Also Let's Plays, wo alles total optimal läuft, mag ich nicht so. Ich bin auch nicht der Fan davon, irgendwelchen Pro-Gamern bei irgendwas zuzugucken, wobei ich sagen muss, dass bei so schwierigeren Spielen, mit denen ich mich selber auch sehr, sehr schwer tue, ich das da manchmal durchaus faszinierend finde, wie schnell einige Leute durch manche Spiele so durchkommen. Also Speedruns sind manchmal ganz interessant so, aber ansonsten bin ich eher voll der Freund von Leuten, die es überhaupt nicht drauf haben, ja. Und ja, das wollte ich nur mal zum Besten gegeben haben. Was mich auf der anderen Seite immer voll nervt, muss ich ja an der Stelle auch mal anmerken, ist, dass fast alle Let's Player, ihr müsst mal wirklich drauf achten, wenn ihr so von Kanal zu Kanal huscht, fast alle Let's Player protzen damit, also protzen in Anführungsstrichen, eigentlich ist das ja nicht so, mit man protzen kann, protzen damit, dass sie keine dass sie kein Skill haben, dass sie voll verpeilt sind, dass sie mal voll die vielen Fails in ihren Videos mit drin haben und verkaufen sich quasi so ein bisschen mit der ich kann nix Masche und ich bin voll der Trottelmasche und dann guckt man sich bei vielen, nicht bei allen, die Videos an und denkt sich so, was zum Teufel schreibst du da für einen Scheiß, ja? Du kriegst das ja alles ganz wunderbar hin und nur weil du in einem Spiel mal stirbst, ja, was ja in Spielen nun mal irgendwie vorkommt, heißt das noch lange nicht, dass du kein Kacknoob bist, der irgendwie nichts auf die Reihe bekommt, ja? Was hab denn ich da gerade gemacht? Hä? Warte mal, habe ich diesen Salto-Schlag schon fertig? Eigentlich nicht, oder? Okay, warte mal, jetzt bin ich verwirrt, jetzt würde ich mir das gerne nochmal angucken. So, einmal so und... Hä? Okay, habe ich das irgendwie schon wieder voll vergessen, dass ich den eigentlich schon maximiert habe?
Nee, guck mal, der ist doch hier noch Salto-Peitsche. Nach einem Salto XXX. Habe ich XXX gedrückt? Ich glaube, ich habe irgendwie eine falsche Taste gedrückt. Warte mal, dann probieren wir das mal nochmal. Nee, ich treffe einfach nur nicht. Ne? Das ist schon wieder so eine Konstellation aus total vielen Sachen, die ich hier gerade voll falsch mache. So, jetzt funktioniert das. Aber die lädt sich auch echt, die braucht echt eine ganz schöne Weile, um sich hier irgendwie aufzupowen. Mir ist gerade mal so eingefallen, vielleicht wäre es besser, wenn ich immer nur dann diese Salto-Peitsche zum Einsatz bringe. Warum hat denn der jetzt zum Beispiel nicht die Prozente nach oben geschraubt? Irgendwie mag ich diese Salto-Angriffe nicht. Oh, warte mal, da ist so ein Relikt, was ich mir jetzt direkt eigentlich schon nehmen könnte. Oh, bitte nicht verschwinden. Mir ist das nämlich ein bisschen zu spät aufgefallen, hat aber glücklicherweise noch gereicht. So, dann habe ich jetzt den Dolch wieder ausgerüstet und ja, nee, das ist irgendwie nervt mich dieser Salto-Schlag. Ich mache echt drei Kreuze, wenn ich den irgendwann hinter mir habe. Ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge oder wann das war, auch festgestellt, dass wenn wir irgendwie so ein Beherrschungslevel aufsteigen, dass dann die Prozente auch nicht mehr bei 100 sind, oder? Ach nee, das war anders. Das war, ich hatte mich ja da irgendwie mit den Skills, glaube ich, geirrt und die durcheinander gebracht. Nee, ich nehme alles zurück. Vergesst mal bitte gerade, was ich gesagt habe. Ja, genau, wir widmen uns jetzt lieber dem, was hier noch vor uns liegt. Ich weiß nicht, ob dieses komische, fleischige Teil mit seiner baconartigen Rohfleischhaut, was das am Ende für eine Position oder für eine Haltung uns gegenüber hat, weil hat mich ein bisschen überrascht, dass das Vieh abgehauen ist, anstatt uns direkt anzugreifen. Schon wieder ein Denkmal, relativ viele hier in der Ecke. Aber gut, ist auch das Kunstviertel, ne? Da passt das ja. Dank an Thorir von Norwegen. Die zahlreiche und wohlhabende norwegische Gemeinde in unserer Stadt möchte einem ihrer größten Helden ihre Ehre erweisen. Thorir verschwand während des Belagerungssturms auf die Verließe der Burg. Er hinterließ detaillierte Beschreibungen von seinen Begegnungen mit den Kreaturen der Finsternis. Möge dieses Denkmal die Erinnerung an ihn und alle lebendig halten, die zur Verteidigung des Guten und der Freiheit gegen die Mächte der Finsternis kämpften und fielen. Ja. Thorir, war das nicht auch so eine Figur aus Skyrim? Also ich glaube, Skyrim hat sowieso irgendwie alle Namen, die irgendwie aus dieser Ecke kommen, irgendwie verwurstet im Spiel. Aber irgendwie habe ich da gerade so ein, oh, guck mal, so ein ganz spezielles Bild vor Augen. Ich dachte eigentlich, hier wäre der richtige Weg, aber gut, da führt auch nach links noch ein Weg weiter. Zumindest ist da eine Tür. Hä, aber ist dieses komische Monster nicht hier reingeflüchtet? Ich dachte eigentlich, dass wir über diesen Tunnel ihm dann irgendwie folgen können. Aber vielleicht hat er das ja auch alles erst zu Fall gebracht oder so. Und das war vorher noch alles intakt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gut, dass ich hier nochmal ein bisschen genauer reingeguckt habe. Sonst hätte ich hier dieses Item ausgelassen. So, diese Tür ist leider versperrt. Ey, guckt euch mal an, wie hoch diese Tür ist. Also entweder die haben hier sehr komische Maßstäbe oder diese Tür wurde für ein anderes für eine andere Rasse als den Menschen hier erbaut. Oder ja, hier kann jemand sein Lineal nicht lesen beim Design. Keine Ahnung, woran das liegt. So, das heißt, wenn wir hier dem Straßenverlauf folgen, dann werden wir wahrscheinlich ja, unsere Reise richtig fortsetzen können. Ja, das sieht auch relativ weitläufig aus. Guck mal, anhand der Telefonzellen sieht man das nochmal schwarz auf weiß, dass wir wirklich in London sind. Ich hatte ja, oder zumindest in Britain, ja, in Großbritannien. Ich hatte ja ganz am Anfang des Spiels wegen diesen komischen Typen hier unter anderem auch schon die Vermutung aufgestellt, ne? Schon relativ früh im Spiel. Eigentlich hätte mir das aber auch schon früher auffallen müssen, weil als ich hier damals diese. Obwohl, nee, als ich hier damals diese Bordsteinschwalbe angesprochen hatte, das muss hier in der Ecke gewesen sein. Mir war so, als ob da. Ach nee, keine Ahnung. Eigentlich hätte ich auf jeden Fall diese Telefonzelle schon vorher ein bisschen sehen müssen. Und ja, keine Ahnung. Ich habe gerade irgendwie wieder Angst, dass ich hier irgendwas auslasse. So, was ist das hier? Ist das irgendein Bauteil von der. Nee, von der Kathedrale, wollte ich gerade sagen, aber das sieht irgendwie nicht so aus. Das sieht doch aus, als ob. Das hier ist eine Turbine, oder? Irgendwas scheint hier irgendwie abgestürzt zu sein. So viel steht mal fest. Obwohl, guck mal, da sind auch solche Dinger. Ja, keine Ahnung. Okay, ich laufe jetzt hier gerade schon wieder voll geistesabwesend im Kreis rum, weil ich nicht weiß,
Ja, ob ich mich jetzt hier noch weiter umgucken soll. Also wenn ich alleine spiele, dann laufe ich ohne Scheiß. Also wenn ihr denkt, dass ich jetzt schon viel zu genau hingucke, ja, dann müsstet ihr mich mal sehen, wenn ich alleine spiele. Dann würde ich hier wahrscheinlich 10-mal im Kreis laufen, bevor ich meinen Weg hier fortsetze. Das ist irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig, ein Action-Adventure als Blind-Let's Play hier umzusetzen, auch wenn ich schon ein paar Folgen aufgenommen habe, aber trotzdem so richtige Routine, so hundertprozentige hat sich da immer noch nicht eingestellt. So, kann ich hier irgendwas kaputt machen? Offensichtlich nicht. Boah, ey. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist hier. Was ist denn das da für ein leuchtender Punkt? Ach, das ist so eine Luke. Ah, ich verstehe. So eine Luke hatten wir schon mal relativ weit am Anfang des Spiels. Ja, das Blöde ist, man weiß halt immer nicht, was dann darauf folgt. Ich weiß auch immer nicht, wann es sinnvoll ist, so ein Part zu beenden. Weil ich des Öfteren, wenn ich an den Medusa-Kampf zurückdenke oder auch an den Kampf gegen Camilla, da kam das irgendwie so plötzlich, ne? Also da war das für mich zumindest immer schwer absehbar. Aber nee, ich würde mal sagen, einfach weil ich jetzt hier keine Risiken eingehen möchte. Entschuldigt bitte, dass das jetzt zum Ende hier so schleppend voranging. Aber ich verspreche euch, ich werde in der nächsten Folge ein bisschen straighter und ein bisschen ambitionierter nach vorne pirschen und nicht so viel rumtrödeln. Ein bisschen was haben wir ja hier trotzdem geschafft. Also so schlimm war das dann hoffentlich auch nicht. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Ciao.